Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies 2. It's about time. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es gut. Ich starte in ein neues Level. Ziel für Tag 7. Ordne die Symbole richtig an, um die Zombies zu zerstören. Das ist mein absoluter Hass-Level. Ich bin so froh, dass es die bis jetzt nur hier gab und sonst nie wieder im gesamten Spiel. Aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Nee, sofort habe ich schlechte Laune. Naja, wir sorgen wieder für gute Laune. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Ich weiß gar nicht, was für ein Tag heute ist. Es müsste Sonntag? Ist es Sonntag? Nee, sonntags lade ich keine Videos, dann müsste das Montag sein. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Oh, gut. Keine Zombies hier. Die verstecken sich nur. Die Dave. Die sind wirklich... Falsch. Sie tragen Camouflage. Du meinst wohl Camouflage. Ha! Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen Memory spielen. Und das ist ehrlich gesagt nicht so mein Lieblingsunternehmen gewesen. Ja, GZ, ne? Wie soll ich jetzt hier kommen? Du bist Sonne? Sonne? Ach, guck mal hier gleich. Mann, hab ich einen Lack gerade. Totenkopf, Pylon, Sonne, Sonne. Pylon, Pylon. Totenkopf, Totenkopf, Sonne, Sonne, Pylon, Pylon, Totenkopf, Totenkopf und es wird... Das ist jetzt noch die Baby-Variante davon. Später werden die noch so ein bisschen anstrengender. Ihr seht ja, die rücken ja jetzt schon ziemlich nah vor. Aber es gibt später dann so Level, da gibt es dann irgendwie noch mehr Symbole und es werden immer mehr Symbole und es wird immer anstrengender und es wird immer nerviger. Mag das nicht. Das hätten sie schenken können. Das ist Stress. Da gab es tatsächlich schon Level, die ich nicht geschafft habe. Einfach weil ich Pech hatte. Du musst ja einfach auch Glück haben bei so einer Sache, ne? Das ist ja nicht nur. Ja, ich versuche nebenbei das Geld noch einzusammeln. Kann aber nicht versprechen, dass das immer funktioniert. Da war die Sonne drunter. Ja, ich habe gerade auch tatsächlich so ein bisschen Glück. Nicht erwarten können, dass es das gleiche ist. Letzte Welle, alles klar. Wo war denn jetzt der drunter? Der war da drunter. Warum habe ich den nochmal angeklickt? Egal, hat ja Glück und es hat geklappt. Mal die gleichen anzuklicken in der Hoffnung, dass man da irgendwas Passendes findet, ey. Puh, ich war als Kind gut im Memory, aber das hier ist Stress-Memory. Und mit Stress-Memory komme ich voll nicht klar. Oh, was ist das denn? Eine Schriftrolle, ein Papyrus, ein Pergament. Ja, jetzt kommt der Reiseklotz wieder. Geh weg, Reiseklotz. Ich ditsche auf dem Reiseklotz herum, wie sonst nichts Gutes, aber es passiert nichts. Mein Gügel übersetzt. Der Gügelübersetzer. Mein Gügelübersetzer zeigt mir an, dass die Zombies einen Plan haben, ja, unser Gehirn zu fressen. Ist das ein Gehirngrill? Debbie Dave interessiert sich natürlich wieder nur für die Technik. Ja, das habe ich schon mal geschafft. Kann ich jetzt bitte... Danke. Ja, Sparpaket. Ich glaube, das habe ich mal irgendwann gekauft, das Sparpaket. Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Früher mal. Irgendwann gab es... Irgendein Paket habe ich gekauft. Weiß ich nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war ganz am Anfang, als wir das Let's Play gestartet hatten oder so. Damals. Oh nein. Sei gegrüßt, Zeitreisende. Es wurden Spezialkuriere entsandt, um eure Gehirne abzuholen. Bitte haltet die unterzeichneten Freigabeformulare bereit. Alles klar. Hochachtungsvoll, Dr. Edgar Zombus. Guck mal, dieser Herr Boss will dein Autogramm. Das kann nicht gut sein. Überlebe einen gewaltigen Angriff im alten Ägypten. Eww, da sind ja Gargantuas. Und ich kriege Pflanzen vorgegeben. Na dann. Wo kommen wir? Komm, die ersten Zombies müssen doch jetzt schon mal hier kommen. Ja, danke. Moment, schon mal einer. Ich fange schon mal weiter an zu pflanzen. Wir müssen unbedingt diese Grabsteine wegkriegen. Die blockieren unnötig andere Schüsse. Okay, der kann erstmal voll da reinlaufen. Und da habe ich überhaupt kein Problem. Fange ich hier schon mal an den kritischen Stellen an, Nüsschen zu pflanzen. Ach, wie niedlich. Mit diesem Hütchen. Passt überhaupt nicht in die ägyptische Atmosphäre.
Der Dude kann erstmal da reinlaufen. Läuft bei ihm. Sehr gut. Ach du Schreck. Der Dude kann dann da reinlaufen. Den kriegen wir so nicht platt. Nicht mit einem. Wie sollen wir dann mit dem bisschen Gargantuas fertig machen? Wir brauchen die Eiserbsen auf jeden Fall für die Gargantuas. Das ist immer so toll. Sandsturm. Das möchte ich mir besonders gerne, weil die Sandsturm, die können bis ganz nach vorne kommen, die Zombies. Bis ganz nach vorne durch. Wie sie gerade Bock haben. So, nee, da unten sollte aber ohne Probleme sich platt machen lassen. Ich spule jetzt einfach auch mal eiskalt vor. So, da kommen noch mehr davon. Futtert ruhig an meinen Nüsschen. Habe ich das laut gesagt? Ja, ich habe es laut gesagt. Mist. Ist da irgendwas dabei, wo ich, hier kann ich mal voll durch. Sehr gut. Oh Gott, es werden immer mehr. Wir machen jetzt fast mal auf einen auf den hier. Dann werden alle Zombies eingefroren und dann können wir erstmal in Ruhe zugucken, wie sie platt gemacht werden. Oh Gott, da kommt schon der erste Gargantua. Da packe ich mal lieber ein paar mehr Pflanzen hin. Den lasse ich auch gleich mal einfrieren. Ach, nice. Sowieso, die sind einfach, auch super stark. Oh, und das hier ist übrigens auch recht stark. Kann ich nochmal bitte den Gargantua von der Kanne? Das wäre so richtig. Oh Gott, der muss sterben. Nein, der Gargantua muss sterben. Gut, dass wir hier so zugekackt werden mit Dünger, ey. Nope, du wirst eingefroren, Junge. Okay, das war's halt noch nicht. Da kommt wahrscheinlich nochmal ein Gargantua. Ganz am Ende der Welle. Gerade im Moment wird's ein bisschen kritisch. Wir haben noch ein paar Eiserbchen, aber wir bräuchten dringend mehr von den schönen, schönen Dünger. Da kommt Dünger. Dünger ist gut. Ganz viel Dünger. Gebt mir grünen Dünger. Damit meine Pflanzen schön Photosynthese betreiben können. Ja, ich sag doch, da kommt wieder so ein Dude. Jetzt erstmal einfrieren. Immer am entspanntesten. Keine Ahnung, ich pack da mal eine Pflanze drunter. Ein bisschen mehr Schaden. Das geht auch. Können wir nochmal ein bisschen Dünger aktivieren hier. Schaden gemacht hat es ihm auch. Nee, du frierst nochmal ein. Du wirfst nicht deinen kleinen Kätzchen, Freund. Kannst du auch nach hinten schießen eigentlich? Nee, der kann nur nach vorne schießen. Versuch was wert. Die Mine ist ihm nicht gut bekommen. Und da haben wir einen neuen Weltenschlüssel bekommen. Wir werden aber jetzt nicht gleich losstürmen und eine neue Welt öffnen, abgesehen davon, dass wir sowieso noch einen Weltenschlüssel hatten. Warum auch immer. Ich habe ihn nicht gekauft. Wirklich nicht. Offenbar hatte der Kurier noch eine eigene Lieferung dabei. Das könnte nützlich für Reisen in andere Zeiten sein. Juhu, Zeit, die Taco-Karte auszuprobieren. Kann auch sein, dass das Spiel mich dazu zwingt, eine neue Welt zu öffnen, aber ich hoffe doch einfach mal nicht. Dum, 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 pa, pam, pa, pam. Was ist das? Farm Hero Super Saga. Das sieht so aus wie so... Nee, das kann ich. Solche Spiele kann ich nicht. Wir werden aber trotzdem mal fürs iPad einige Games runterladen. Nutze den Weltenschlüssel, um meine Welt freizuschalten. Ja, Piratensee war lustig. Wilder Westen war auch lustig. Die Zukunft war echt schon knackig. Mittelalter war richtig knackig. In den Frostbeulen, die waren in Ordnung. Verlorene Stadt habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich möchte erstmal die klassischen Sachen machen. Ich würde sagen, auf jeden Fall die Piratensee. Fand ich eigentlich ganz cool. Wir kriegen da das Flammenmäulchen. Das ist ein unglaublich wichtiger Begleiter. Ja. Der ist ein unglaublich wichtiger Begleiter. Also öffnen wir den Piratensee damit. Yar! Aber wir machen weiter im alten Ägypten. Das ist auch erstmal ganz wichtig. Oh, und wie geht's unserem Garten? Gleich mal vorbeischauen. Ach, ich habe wieder eine Pflanze bekommen. Deinen Garten kannst du nicht nur Mehlblumen züchten. Du kannst auch Pflanzen mit Superkräften züchten. Ach, das hatte ich euch versucht zu erklären. Aber diese verstärkten Pflanzen halten nur ein einziges Level lang. Erstmal möchte ich hier gerne pflanzen. Ja, danke.
Meine Sonnenblume jetzt. Die geht's jetzt auch besser. Deine Sonnenblume wird auch wachsen, aber das dauert etwas. Versuche ihr Wachstum mit ein paar mehr Edelsteinen zu beschleunigen. Ich hätte die gerne einfach so gratis, die Edelsteine. Yay, Münzen. Jetzt muss sie wieder gegossen werden. Da freut sie sich, ist ja süß. Das können wir beschleunigen. Und jetzt haben wir eine Verstärkung. Nein, ich will... Na gut, dann nehmen wir die Verstärkung für ein Level. Wir müssen uns auch hier drum kümmern. Und wieder rausgehen. Ach, ich hätte die Biene noch nachher. So, so. Dum, dum. Kehre häufig zu deinem Zen-Garten zurück, um deine Pflanzen zu verstärken. Und ich vergesse die so oft, Leute. Ich vergesse die so oft. Ich wäre durch viele Level schon wesentlich besser durchgekommen, wenn ich mich darum regelmäßig kümmern würde. Oh, jetzt kommen wir an einen sehr, sehr schwierigen Punkt. Ich zeige euch mal gerade die Zombies. Ich will die Zombies. Kann ich die Zombies sehen? Da ist so ein Dude mit einer Fackel, den seht ihr gerade nicht mehr. Der Dude mit der Fackel verbrennt Pflanzen instant. Wir werden also auf jeden Fall den Eisbergsalat für den Typen brauchen. Wir könnten uns das leicht machen und könnten halt jetzt entsprechend eine Eispflanze mitnehmen. Da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das machen will. Es könnte aber interessant werden, ich euch mal eine OP-Pflanze zeige, die ich... Also wenn ihr euch meint, irgendwas kaufen zu müssen, dann kauft, wenn dann halt einfach das Eisdrachenmäulchen. Weil eigentlich ist das... schon die Pflanze, die man braucht, wenn man jetzt Probleme mit einigen Leveln hat. Die reicht dann aus, sagen wir es einfach so. So, ja, und was die Sonne jetzt halt macht, ist, dass sie uns halt gleich total viele Sonnen gibt. Und wir damit jetzt natürlich einen riesengroßen Startvorteil haben. Ich will erstmal gucken, wo jetzt hier überall Zeug kommt. Erstmal hier einer, der kann einfach auch in die nächstbeste Mühle latschen. Habe ich gar kein Problem mit. Ansonsten würde ich anfangen, Drachenmäulchen zu pflanzen. Seht ihr, wie stark die sind? Die machen Eis halt in diese 2x3 Felder vor sich weg. Und wenn man die in einer großen Masse zusammenpflanzt, dann nichts hat eine Chance gegen die Dinger. Der stirbt jetzt auch, ohne dass er überhaupt mal rankommen kann. So ein bisschen versetzt hier alles pflanzen. Mit mir von den Pflanzen überall was haben. Diese Eisdrachenmäulchen sind unglaublich stark. Und die sind auf jeden Fall, wenn ihr meint, ihr wollt Geld für das Spiel ausgeben, ihr müsst es nicht, wirklich nicht. Aber wenn ihr meint, das sind die, wo ich gesehen habe, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe bei ein paar Pflanzen habe ich mir gedacht, oh, ich habe für Gems, wo ich mir einfach gedacht habe, ach cool, ja, jetzt hast du mal wieder 100 Gems zusammengespart. Nimmst du mal, guckst du mal. Und dann war das halt einfach der totale Schrott. Das ging halt gar nicht. So. Ist dann halt, keine Ahnung, also so wie dieser Sirupbaum oder sowas, den fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Da gibt es durchaus bessere Pflanzen, sage ich mal so. Das rentiert sich übrigens schon, wenn man die hier, ne, dann hat man schon mal mehr. Das ist richtig krass. So, da steht ja fast alles, was ich so platziert haben wollte. Dann packen wir jetzt so ein paar taube Nüsschen dahin und dann ist gut. Die kommen ja gar nicht mal annähernd an uns ran. Cool, Katapulte leisten gute Arbeit. Die Boomerangs. Und wenn irgendwas näher rankommt, ja, dann erledigen das unsere Löwenmäulchen. Die werden natürlich nur stark im Nahbereich. Das bedeutet, die Zombies müssen halt auch echt nah rankommen. Aber der Vorteil ist, sie sind ja auch durchdringend. Sie machen nicht nur dem ersten Zombie Schaden, sondern auch definitiv allen Zombies direkt vor ihnen. Und das möchte ich mal demonstrieren. Das ist unglaublich OP. Leute, wirklich. Die Drachenmäulchen, die Eisdrachenmäulchen sind super stark und mit denen wird vieles super leicht. Zumal sie auch neben sich Schaden machen, ne? Weil sie mehrere Lanes treffen und wirklich ihr Düngerspezialangriff one-shottet fast alles. Hey, und wir haben wieder eine Pflanze bekommen, die uns nichts kostet. Nam, 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 nam. Der frisst Grabsteine und ja,
Das können wir auch gebrauchen. Aber jetzt können wir uns erstmal zu unserem Reiseklotz bewegen. Wir haben jetzt einmal das abgeschlossen. Wir haben Abfresser freigeschaltet. Und jetzt werden halt neue Belohnungen für uns dargestellt. Zum Beispiel sollten wir die Pyramide der Verdammnis freischalten und wir sollen natürlich in den anderen das Cornerpult freischalten. Wir sollten den Wilden Westen freischalten. Probiere eine Premium-Pflanze gratis aus. Okay, wir probieren mal eine Premium-Pflanze gratis aus. Wahrscheinlich eine, die ich schon habe. Aber das macht mich jetzt neugierig. Da sind halt bei diesen Dailies sind halt auch immer so Sachen dabei, die ich halt cool finde. Also dabei sind bei diesen Leveln auch gerade vom Reiseklotz. Ach, der Hypnopilz. Ja, den besitze ich hier auch nicht. Aber der ist unglaublich lustig. Warum? Wenn man Zombies dazu zwingt, sich gegenseitig zu fressen. Steht gerade so dicht beieinander, dass es schwierig wird, den Pylonen-Zombie zu erwischen. Oh, das wollte ich gar nicht. Der muss auf jeden Fall. Nom nom. Nom nom. Sekunde, das machen wir mal so. Dann wird er, glaube ich, das ist ein Gargantua, wenn er den frisst. Jupp. Das ist nämlich immer am coolsten, wenn der Dude ein Gargantua wird. Ja, der Opa geht jetzt rückwärts. Ich brauche mehr Dünger. Bitte mal platt hier. Sehr gut. Die sind so unglaublich OP, die Dinger damit. Das ist so gut. Einfach keine Chance. So, geh da ruhig ran. Fress da ruhig, habe ich kein Problem mit. Jetzt brauche ich nur einen Zombie, der hier stark ist. Oh, da kommt ein kleiner durch. Der darf da nicht durch. Kleinen dürfen auf keinen Fall da durchkommen. Ja, da werden auch wieder Dicke draus. Ja, die Dicken machen dann einfach alles platt. Müssen wir gerade nur wieder mal hier so ein bisschen, ne? Ich glaube, die haben gerade einfach keine Chance, die Fettis. So, sicher ist sicher. Alter, selbst die Kleinen, die werfen, sind, selbst die Kleinen gehen dann rückwärts und prügeln sich. Alter, das Massengeschnetzel, ey. Richtig übel. Ich brauche dringend... Ja. Ich brauche hier unten dringend mehr... Ja, sehr gut. Einer mit dem Eimer. Im Eimer ist gut. Alter, das geht so gar nicht gerade. Der hier unten. Eieiei, das ist echt knapp. Sich gegenseitig futtern. Nein! Oh Gott. Okay, das hat mir schon mal... Oh Gott, das wird schwierig. Ich hab... Ich brauche tatsächlich meine Rasenmäher, das ist nicht cool, Bro. Das ist nicht gut. Oh my goodness. Oh my goodness gracious. Okay, das ist für die kein Problem. Okay, alles gut. Das kriegen wir hin. Das ist kein Thema. Aber ich habe meine ganzen Rasenmäher gebraucht, um dieses Level zu schaffen. Alles klar. Puh, wow. Das war knapp. Aber ihr seht, dieser Hypnopilz kann unglaublich stark sein. Wahnsinnig stark sein. Deppy Dave will deine Meinung hören. Bewerte uns. Das habe ich schon mal gemacht. Was soll denn das? Dass das Spiel awesome ist, das wisst ihr doch selber. Neuer epischer Auftrag ist verfügbar. Oh mein Gott, wie cool. Den schauen wir uns aber in Ruhe das nächste Mal an bei Let's Play Plants vs. Zombies. 2. It's about time. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und Kommentieren und Bewerten und für das Teilen im Netz. Und natürlich
sehen wir uns auch ein nächstes Mal wieder mit epischen Aktionen im Pflanzenreich. Bis dahin, wir singen! Lecker. Ein schönes, grünes, knackiges Blattwirsing aufs Brot. Leicht gedünstet. Aber dann stinkt wieder die ganze Wohnung, Deppy Dave. Ich hab gesagt, du sollst mich Deppy Dave nennen. Boah, das wird so anstrengend mit dem Dude, ey.